Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Diskette. Erste Schritte 1.1 für den Amiga 500 mit Datum 14.07.1987. Und wie die ersten Schritte sind, das schauen wir uns jetzt an. So, die Diskette bootet und ich habe das jetzt auf dem Emulator laufen mit erhöhter Diskettengeschwindigkeit, damit wir nicht so lange warten müssen. Diese Diskette, man sieht das hier oben schon, da Release 1.2, sieht man nachher auch bei den Workbench-Icons, die da simuliert werden. Das scheint mit den ersten Amigas irgendwie ausgeliefert worden zu sein, bei meinem 500er mit 1.3er Kick-ROM und 1.3er Workbench. Das war so 89-90, war diese Diskette nicht mit dabei. So, da geht es auch schon los. Ein Lernkurs von Hohenholz implementiert auf einem ADS-Interpreter, was auch immer das ist. Aber die Grafik ist ja erstmal ganz nett gemacht. So, dies ist die Maus. Nehmen Sie die Maus und bewegen Sie den roten Pfeil so, dass seine Spitze in den unteren gelben Kasten zeigt. Hier, klicken Sie. Machen wir. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Sie verfügen mit dem Amiga über einen der modernsten Computer. Nochmal hier. So, dann wird erklärt, wie wir den Mauspfeil auch mit der Tastatur bewegen können. Weiter. Kein Platz mehr. Ach, das ist niedlich. Erreicht man beim Bewegen der Maus die Tischkante, hebt man sie an und platziert sie neu auf dem Tisch. Der Pfeil bleibt dabei stehen. Weiter durch Anklicken. So, linker Mausklick wird erklärt und rechter Mausklick für die Menüs. Rechte Taste. Und der Doppelklick. Dies ist besonders hilfreich, wird benötigt, um Dateien zu öffnen und zu laden. Nur die linke Maustaste nutzt diesen Doppelklick. Sollen wir hier üben? Oh, wir sind so gut. Ach, hier ist auch nochmal rechte Maustaste, wie man das mit der Tastatur hinkriegt. Und wir sollen immer im Kurs die linke Taste nehmen. Okay, weiter. Auch wichtig. In dem Lernkurs werden Pfeile benutzt. Achso, die Schaltflächen. Ja, das hätten wir, glaube ich, auch selbst rausgefunden, ohne Erklärung. Die Diskette. Der Amiga liest die Programme und Dateien, die er ausführen soll, von einer Diskette. Darauf wird auch gespeichert. Disketten enthalten also wertvolle Informationen. Naja, das sei mal dahingestellt, je nachdem, was drauf ist. Weiter. So. Die Diskette. Achso, hier wird erklärt, wie der Schreibschutz aktiviert wird. Okay. Sehr wichtig, niemals die Diskette aus dem Laufwerk nehmen, wenn das grüne Lämpchen noch leuchtet. Intuition, wir arbeiten mit der... Manchmal erhält man mit Anklicken nicht die gewünschte Wirkung. Probieren Sie es dann mit zweimaligen Klicken oder mit einer anderen Taste. Na, das ist ja mal ein super Tipp. So, für den Amiga, jetzt kommt Werbung. Kaufen Sie nur das Original Commodore Zubehör. Okay, das ist hier aufgelistet, was es da so alles gibt. Und auch nur, ganz wichtig, das Markenlaufwerk als zweites Diskettenstation kaufen. Naja, so, weiter. Ach, und der Videoadapter-Modulator. Ja, den habe ich jetzt auch mittlerweile mehrfach. Zum Anschluss des Amiga ein Fernseher oder ein Monitor. Weiter. Und natürlich nur den Commodore-Monitor kaufen. Weiter. Und den Drucker. Zusätzlicher Speicher, mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit. Ja. Mit Uhr und Kalender. Auch hier das Original kaufen. Weiter. So, damit ist die Einleitung durch und jetzt können wir uns noch die Workbench und CLI erklären lassen. Ich klicke mal auf die Workbench. Also er lädt gerade, ne? Das dauert
selbst bei der Emulation ein wenig. So, die Workbench Deutsch Werkbank ist die Benutzeroberfläche und so weiter. Mit der Maus kann man alle Möglichkeiten, die die Workbench zur Verfügung stellt, abrufen. Weiter. So, nach dem Einschalten erscheint die Hand. Im Kurs soll man die Workbench-Diskette jetzt nicht einlegen. Los geht's. Nach einem kurzen Augenblick sieht der Bildschirm so aus. Ach ja, dann sehen wir wieder Workbench 1.2. Also das muss schon älter sein hier. So, weiter durch Doppelklick auf oberem Icon. Genau dieses Fenster erscheint, wenn die Workbench zum ersten Mal eröffnet wird. Sie werden erstaunt sein, wie viele Möglichkeiten dieses Fenster enthält. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich klicke mal weiter. So, die verschwommene Titelleiste wird deutlich lesbar, wenn das Fenster aktiviert ist. Nur aktive Fenster können Informationen aufnehmen oder bearbeiten. Und jetzt dürfen wir das üben. Fein. Die kleine Leiste wird auch Bewegungsleiste genannt, da sie benutzt werden kann, um die Position des Fensters auf dem Bildschirm zu verändern. So, sollen wir üben? Oh, es ist Wahnsinn, ja. Sehr schön. Ja, aber so als erster Einstieg ja eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man bedenkt, dass es früher dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich alles neu war. Vergrößern und verkleinern. Boah. Sehr gut. Fein. Weiter. Fenster können einander überlappen. Achso, nee, dann sollen wir diese Symbole verwenden, um das andere Fenster in den Vordergrund zu bekommen. Probieren, anklicken haben wir. Weiter. So. Achten Sie auf die Diskettenfüllanzeige, oranger Balken. Ja, sehr schön. Weiter. Verkleinert man die Fenstergröße, sieht die Anzeige folgendermaßen aus. Achso, da sollen wir mal. Achso, aha, verstehe. Da kann man den Fensterinhalt direkt über die Balken verschieben. Ich dachte, man hätte hier draufklicken sollen. Okay, dann haben wir das auch gelernt. Weiter. So, der Rollkasten kann das... Ach, ja. Jetzt habe ich es... Da sollten wir draufklicken auf die Pfeile. Ja, so war das gemeint. Und jetzt nehmen wir den Rollbalken. Gut, sehr schön. Ja. Okay. Befinden sich zu viele Fenster gleichzeitig auf dem Bildschirm, kann man die auch schließen? Jawohl. Beide Fenster. Menütaste. Okay, jetzt wird die erklärt. Auf das Wort Farbe 1. Ah. Okay. Menüoptionen, die nicht aktiv sind, werden nicht unterlegt. Unter bestimmten Bedingungen werden solche Optionen aktiviert. Das hängt von Ihrer Anwendung ab. Okay. Ja, das können wir nicht auswählen. Prima. Die Workbench. Okay, dann sind wir anscheinend durch mit der Workbench. Wer jetzt ausgebildeter Workbench-Fachexperte.
dann CLI. Das ist der letzte Punkt. Wenn ich mir vorstelle, wie viel länger das in echt lädt. Ich habe das am echten Amiga mal probiert. Es ist Wahnsinn. So, das CLI ist ein Fenster im Disk Operating System des Amiga. Jo, okay, das ist bekannt. Zuerst ist das Workbench-Fenster zu öffnen. Danach öffnet man die Schublade. Dann das CLI-Symbol durch Doppelklick. Und dann sieht es so aus. Jetzt kann es losgehen. Tippen können wir da nichts drin. So, weiter. So, manchmal enthält die Systemschublade kein CLI-Symbol. Aha. Dann kann man das in den Einstellungen ändern. Wie fein. Weiter. So, Befehle werden über die Tastatur eingegeben. Mehrere Fenster können verschiedene Programme gleichzeitig bearbeiten. Okay, wir sollen üben. So, und dann sollen wir üben. Dir. Enter. Jawohl, zum Weitermachen hier anklicken. Kann das Vorbeirollen, Scrolling durch Drücken der Leertaste anhalten. Ja, machen wir. Ach so, anklicken. Ja, stimmt, ich drücke gerade, wie man sieht, die Leertaste. Ja, das geht. Sehr schön. Weiter. So, Dateien werden alphabetisch geordnet und aufgelistet. Weiter. Was ist geschehen? Ein Programm namens DIR wurde von der Diskette in den Arbeitsspeicher geladen. Ein Programm, das dazu bestimmt ist, Dateien in alphabetischer Reihenfolge aufzulisten. So, und dann gibt es noch den Befehl List. Weiter geht's. Aktivieren Sie das Fenster List eingeben. Beobachten Sie den Bildschirm. Ach, das ist so aufregend. Ja, sehr schön, haben wir gemacht. Weiter. Dies ist der Dateiname. Ach so, dann werden die Einträge erklärt. Das ist die Größe der Datei in Bytes. Dann die Protection Bits. Ob man das nur lesen kann, ob man das überschreiben kann. Jawohl. Dann letztes Bearbeitungsdatum und die Uhrzeit. Sehr schön. Und die Summenzeile. So, dann wird nochmal erklärt, dass man hier bei der Eingabe der Befehle Groß- und Kleinschreibung nicht beachten braucht und dass man verschiedene Parameter hinter den Befehllist anhängen kann. Weiter. Ach, jetzt soll mal üben. Dann habe ich mir das nicht gemerkt. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht blöd auf. Probieren Sie einmal aus. Ja, wir machen mal eins. List. Keys. Oh. Ja, fein. Weiter. Er lädt. So, dann, was sind Devices? Diskettenlaufwerke mit Gerätenummern. Laufwerk, interne Laufwerk, DF0, DF1, das externe, mit Doppelpunkt, nicht vergessen. Und dann weitere Laufwerke. Dann gibt es ein teures Zusatzgerät, nämlich die Festplatte und den RAM-Händler, also die RAM-Disk. So wird hier alles erklärt. RAM ist schnell, aber vergesslich. Ja.
Das ist kein Einzelschicksal. Weiter. Dir und die Weiß. Ach so, dann kann man sich von verschiedenen Devices den Inhalt anzeigen lassen. Üb es. Herzliche Grüße und viel Spaß. Fein, weiter. Er lädt. Immer noch. Der Dateinbaum. Oh, das auch. Das ist der allseits bekannte Dateinbaum. So, da werden Verzeichnisstrukturen erklärt. Wir klicken mal weiter. Ja, weiter. Weiter. Das ist der Dat. Achtung. Findet man in Abra. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie Verzeichnisse funktionieren. Und ich wette, also ich lese mir das jetzt nicht alles durch, aber ich wette, wir sollen das gleich üben und dann sehe ich wieder alt aus. So. Type. Ach man, ach so. Neuer Befehl wird erklärt. Type ist ein Kommando, mit dem eine Datei gelesen und auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben wird. Also nur Textdateien. So, weiter. Und dann wird hier nochmal. Erklärt, wie das geht. Erforschen Sie das Hotel. Okay, machen wir mal Type. Also anklicken, Type. Nee, Quatsch, Hotel. Zimmer. Oh, habe ich hier einen Umlaut? Ja, oh, tatsächlich königliche. Königliche. Aha, sehr schön. Ja, die Diskette ist älter. Lady Di. Gut, weiter. Schenken wir uns den Rest. Ja, dann wird der Befehl CD erklärt. Und Infobefehl wird erklärt. Also das mit der Workbench und die Einleitung, die war ja echt witzig. Das ist jetzt ein bisschen, das grenzt da schon an Anstrengung hier. Das läuft ein bisschen zäh. Ja, sehr schön. Ja, aber wie gesagt, für den ersten Start in so ein System, das man so noch nicht gesehen hat, ist es gar nicht so schlecht. So, dann sind hier die, wenn die Disknamen und Disketten formatieren erklärt. Ich gehe das mal weiter. Achtung! Beim Formatieren wird alles gelöscht. Zuerst wollen wir uns die Benutzerfreundlichkeit des CLI ansehen. Okay, jetzt wird es kriminell. Format. So. Warten, nicht alleine weitermachen, erst den nächsten Bildschirm ansehen. Gut, machen wir. So, achso. Wir wollen jetzt nur darauf hinaus, dass der DOS-Befehl selbst erklärt, wie er benutzt wird, mit den Parametern, die man dahinter setzen kann. Okay. Und damit haben wir das CLI auch durch. Und kehren zurück zum Hauptmenü. Ja, das ist die Diskette erste
Schritte in der Version 1.1. Wie gesagt, ich habe die selber damals nicht gehabt, aber so ganz unnütz ist sie nicht. Ja, wer es bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank fürs Interesse. Ich klicke mal auf Exit und verabschiede mich. Alles Gute.